Warum haben Sie das Projekt Team Lokaljournalisten ins Leben gerufen? Wenn ein Projekt etwas taugen soll, dann braucht es gute Berater. Und die Berater sollen nach Möglichkeit aus der Zielgruppe selbst kommen. Die Gefahr ist sonst sehr groß, dass Programme über die Köpfe der Leute hinweg gemacht werden oder unter ihren Füßen durch und über die Köpfe hinweg. Hören Sie sich nur dieses Wortungetüm an, Bundeszentrale für politische Bildung. Da ist die Gefahr, dass etwas ganz hoch angelegt wird, sehr groß. Das Projektteam hatte die Funktion, die Bundeszentrale so zu beraten, dass die Programme optimal bei der Zielgruppe angekommen sind. Und das sind sie auch. Welche Aufgabe genau hat das Projektteam Lokaljournalisten? Um es noch mal ganz plakativ zu sagen, die Erdung des Programms. Und zum anderen ist es eben ein Kreativkreis, in dem die Weichen für Zukünftiges gestellt werden. Ich sehe auch eine wichtige Funktion des Projektteams als Herausgeber der Drehscheibe, dieses vorzüglichen Pressedienstes, der ja die Basis aller Debatten schafft für den Austausch der Lokalredakteure, die ihren Auftrag ernst nehmen, die sollen unterstützt werden und dabei ist die Drehscheibe eben das wichtigste Instrument. Was hat sich im Lokaljournalismus auch durch die Bundeszentrale positiv verändert? Die Bundeszentrale ist ja durch ihren Auftrag für die Bürger da. Die Zeitung ist für die Leser da. Und diese beiden Zielgruppen haben wir auf einen Nenner gebracht. Wir haben aus unserer Perspektive gefragt, was ist wichtig für die Bürger und das ist auch wichtig für die Leser. Und den wichtigsten Fortschritt im Lokaljournalismus haben wir dadurch erzielt, dass wir die Lokalredakteure dazu gebracht haben, nicht, ich sage es etwas plakativ, von der Hand in den Mund zu leben, also von den Informationen zu leben, die andere über Pressekonferenzen der Zeitung mehr oder weniger zuteilen, sondern in eigenen Konzepten zu denken, zu überlegen, was ist für unsere Leser wichtig und was ist für unsere Leser interessant. Und dadurch entstehen eben Lokalteile neuen Stils.